Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht wegen dieser Qualität. Ich muss leider mit meinem Handy filmen, weil, ja, ich würde euch das gerne zeigen jetzt, aber ich finde es gerade nicht. Keine Ahnung, wo ich das jetzt hingetan habe. Auf jeden Fall ist meine Speicherkarte kaputt und ja, das heißt, ich kann keine Videos damit drehen, also mit dieser Kamera, weil ich keine Speicherkarte habe. Also wir haben zwar Speicherkarten zu Hause, aber die sind dann nur mit 2 GB oder so und da passt kein komplettes Video drauf, was ich aufnehme. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, mir eine Speicherkarte zu besorgen. Deswegen filme ich gerade mit meinem Handy. Ich wollte auch eigentlich ein Video machen über ein ganz anderes Thema. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich jetzt eh mit einer schlechten Qualität filme, dass ich euch sozusagen eine Aufgabe gebe. Eure Aufgabe, die ich euch gebe, ist, ihr könnt entscheiden, welches Video als erstes kommt. Also ich habe 2 Videoideen. Ihr könnt jetzt entscheiden, welche von den beiden nächsten Samstag dann online kommt. Die erste Videoidee war, also es sind halt 2 Videoideen, die ein bisschen außergewöhnlich sind, über die ich, naja, noch nie gesprochen habe. Obwohl ich eigentlich so ein offener Mensch bin, was jetzt, ja, das betrifft mit bauchfrei oder halt wie ich einfach mich anziehe. Bin ich ein sehr offener Mensch. Ich bin auch so ein offener Mensch. Aber natürlich, so private Sachen beredet man dann lieber mit seinen Freunden, anstatt jetzt, ja, ein Video darüber zu drehen. Aber ich dachte mir, okay, ich werde sehr oft gefragt deswegen. Und ich dachte mir, okay, egal. Also ihr könnt natürlich entscheiden, wenn dieses Thema gar nicht in Ordnung ist und wenn das total schrecklich ist und ihr das überhaupt nicht wissen wollt, dann lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Wir kommen schon zum ersten Thema. Und zwar, ich wurde ganz oft gefragt, ob ich nicht ein Video über Piercings machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich habe halt nicht nur ein Piercing und deswegen haben viele gefragt, okay, wo hast du noch Piercings? Wie viele hast du? Kannst du uns erzählen, wie es war? Wie sind deine, wie sagt man das? Erfahrungen? Hat es wehgetan? Und ganz vieles mehr halt. Und ich dachte mir, okay, dann drehe ich dazu mal ein Video und dann kam mir die nächste Idee, weil mich das auch viele gefragt haben. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber in manchen Videos, Fotos und generell Musical.lys habe ich kein BH an. Ja, das hat ein bisschen so für Gesprächsstoff gesorgt. Viele haben sich die ganze Zeit gefragt, ob ich das aus Versehen gemacht habe, also ob das aus Versehen war oder extra. Weil ich weiß, dass ich in dem Moment kein BH anhabe und dann Bilder mache. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, also überhaupt nicht. Aber ich würde eher auf das Thema dann mehr drauf eingehen, wenn ich das Video dann dazu mache. Also wenn es euch interessiert, warum, weshalb, wieso, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ihr könnt jetzt also in den Kommentaren entscheiden, welches Video dann nächsten Samstag online kommen soll. Entweder das mit den Piercings oder das mit dem BH. Warum trage ich kein BH? Oder warum trage ich manchmal kein BH? Ich wollte euch kurz erzählen. Und zwar, ich habe in letzter Zeit nicht so oft Foundation getragen. Also ich habe mich zwar geschminkt, aber ich habe halt einfach keine Foundation aufgetragen. Ich habe jetzt schon die 2. Foundation von MAC, das ist die Pro Longwear, die in der Farbe NW18, glaube ich. Das ist jetzt auch schon meine 2. Ich habe die extrem lange schon. Ich war auch am Anfang wirklich zufrieden damit, aber mittlerweile, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich kann es mir irgendwie nicht anders erklären. Oder vielleicht ist es wegen dem Winter, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass meine Haut total schlimm davon geworden ist. Ich hatte wirklich voll viele Pickel, obwohl ich nicht so krass anfällig bin. Klar, ich habe hin und wieder mal den einen oder anderen Pickel, aber es war irgendwie voll komisch. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das hier alles komplett rau, trocken. Hier auch um die Nase, hier am Kinn und auch hier an der Seite unten. Also
das war echt kacke und man hat das dann auch gesehen, wenn ich Make-up drauf gemacht habe, wie bröckelig das einfach ist. Ja, und dann habe ich die Foundation weggelassen, habe mich halt immer eingecremt mit dieser BB-Creme und es wird tatsächlich besser. Meine Haut fühlt sich jetzt viel schöner an. Ja, aber ich habe mir jetzt eine neue Foundation geholt. Das ist halt eine Liquid Foundation mit so einem Schwämmchen bei, so ein Kissen. Damit trägt man das dann auf und wenn man dann nochmal aufmacht, ist ja dann das Kissen drinne mit der flüssigen Foundation. Und vom Auftragen her finde ich das mega schön. Also bei mir ist es wirklich sehr ebenmäßig. Es sieht nicht bröckelig aus und ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön. Das Gute an dieser Foundation finde ich, bei dieser Foundation ist, das sieht unfassbar natürlich aus. Man sieht nicht wirklich, dass man Foundation drauf hat, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt die andere Foundation mir auftrage, dann sieht man das wirklich bei mir direkt. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Ich bin auch gar kein Make-up-Profi, aber ich meine, für mich jetzt, für meinen Alltag, bin ich hiermit wirklich sehr zufrieden. Dann wünsche ich euch einen schönen Samstag und kommentieren natürlich nicht vergessen. Schaltet auf jeden Fall bitte nochmal die Glocke ein, wenn ihr das nicht getan habt. Und ihr könnt auch gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.